Hat uns zwar eine Menge Kohle gekostet, aber egal. Wir sind dunkelhäutige Elfen und Bewohner von Morrowind. Die Leute aus dem Westen nennen uns Dunkelelfen, aber wir selbst bevorzugen den Namen Dunmer. Okay. Ich mag euch nicht. Ich habe gerade 100 Dragen getötet, das hat sie nicht interessiert. Ich will euch hier nicht haben. Ich will euch hier nicht. Schade, kein Level up. Die Bücher der Dunkelheit. Über das Reich des Vergessens. Die Brüder der Dunkelheit von Perlane Asi. Wie schon der Name andeutet, liegt die Geschichte der dunklen Bruderschaft im... Oh, dunkle Bruderschaft. Im Nebel der Dunkelheit. Mit ihren Sitten und Bräuchen sind nur jene vertraut, die selber der Bruderschaft angehören. Bruder ist dabei generisch zu verstehen. Manche ihrer mörderischen Meuchler sind Frauen, aber auch sie werden häufig Brüder genannt. Eines der größten Rätsel dabei ist, wie sie in... der Verborgenheit existieren, aber mühelos von jenen gefunden werden können, die verzweifelt genug sind, um für ihre Dienste zu bezahlen. Die dunkle Bruderschaft war eine Ausgeburt eines religiösen Ordens, der Morak-Tong, in der zweiten Ära. Die Morak-Tong beten die Daedra-Gottheit Mephala an, die von ihnen fordert, Ritualmorde zu begehen. Anfangs waren sie so desorganisiert, wie es nur Anhänger von obskuren Kulten sein können. Es gab keinen Anführer und als Gruppe wagten sie es auch nicht, wichtige Personen zu ermorden. Das änderte sich mit dem Aufstieg der Mutter der Nacht. Alle Anführerinnen der Morang-Tong und später der Dunklen Bruderschaft hießen Mutter der Nacht. Ob ein und dieselbe Frau die Dunkle Bruderschaft seit der zweiten Ära befehligt hat und ob es sich tatsächlich um eine Frau handelt, ist unbekannt. Nach langläufiger Meinung soll jedoch die ursprüngliche Mutter der Nacht eine wichtige Doktrin der Morang-Tong entwickelt haben. Die Überzeugung, dass Mephala zwar mit jenen in ihrem Namen begangenen Mord stärker würde, dass aber manche Morde nobler seien als andere. Aus Hass begangene Morde gefielen Mephala mehr als Morde aus Habsucht, und Morde an wichtigen Persönlichkeiten gefielen Mephala mehr als Morde an relativ Unbekannten. Die Zeit, in der dieser Glaube übernommen wurde, fällt ungefähr mit den ersten bekanntermaßen von den Morang-Tong begangenen Mord zusammen. Im Jahre 324 der zweiten Ära wurde der Potentant Versidua Shai in seinem Palast in dem Gebiet, das heute als Elsewhere Königreich Zenshal bekannt ist, ermordet. Voller Dreistigkeit verkündete die Mutter der Nacht die Identität der Mörder, indem sie mit dem Blut des Protestanten Morang-Tong an die Wände malte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Morang-Tong relativ friedlich existiert, mehr oder weniger wie ein Hexenzirkel, gelegentlich verfolgt, aber für gewöhnlich ignoriert. Bemerkenswert, zeitgleich wurde die Morang-Tong auf dem gesamten Kontinent zu einer Zeit geächtet, in der Tamriel ein zersplittertes Land war. Jeder Landesherr behandelte die Eliminierung des Kultes plötzlich als höchste Priorität. Danach war 100 Jahre lang nichts mehr von ihnen zu hören. Eine Datierung der Ära, in der die Morang-Tong als die dunkle Bruderschaft erneut in Erscheinung traten, ist schwierig. Insbesondere da im Laufe der Geschichte von Tamriel immer wieder auch andere Attentäter-Gilden auftauchten. Nach meinen Recherchen wurde die dunkle Bruderschaft erstmals in den Tagebüchern der Blutkönigin Al-Arli Marea von Hegas erwähnt. Sie sprach davon, ihre Feinde mit eigener Hand bzw. nötigenfalls mit der Hilfe der Mutter der Nacht und ihrer dunklen Bruderschaft des geheimen Arsenals meiner Familie seit der Zeit meines Großvaters umgebracht zu haben.
Almiaera schrieb dies im Jahre 2. Ära 412. Er schrieb dies im Jahre 2. Ära 412. Man kann daher vermuten, dass die Dunkle Bruderschaft schon seit mindestens dem Jahr 360 bestand, sofern ihr Großvater wirklich derer Dienst in Anspruch genommen hat. Der wichtigste Unterschied zwischen der Dunklen Bruderschaft und der Moratong bestand darin, dass die Bruderschaft sowohl ein kommerzielles Unternehmen als auch ein Kult war. Herrscher und wohlhabende Händler bedienten sich des Ordens als Attentätergilde. Damit erlangte die Bruderschaft sowohl die offensichtlichen Vorteile eines profitablen Unternehmens als auch den sekundären Vorteil, dass die Herrscher sie nicht länger aktiv verfolgen konnten. Sie wurde gebraucht. Sie waren nun Lieferanten einer unentbehrlichen Ware. Selbst ein besonders tugendsamer Herrscher wäre nicht gut beraten, die Bruderschaft schlecht zu behandeln. Nicht lang nach Almaeras Tagebucheintrag kam die vielleicht berüchtigste Hinrichtungsserie in der Geschichte der Dunklen Bruderschaft. Im Jahre 430 wurde in der Stadt Sonnenaufgang der kolovanische Kaiser Savirien Horak und alle seine Erben in einer blutigen Nacht ermordet. Zur Freude ihrer Feinde zerfiel die kolovanische Dynastie daraufhin innerhalb von nur 14 Tagen. Über 400 Jahre lang, bis der Kriegskaiser Tiber Septim schließlich die Krone übernahm, regierte in Tamriel das Chaos. Obwohl keine vergleichbare Hinrichtung mehr verzeichnet wurden, muss die Bruderschaft in dieser Zwischenzeit eine Menge Gold gescheffelt haben. Die Dunkle Bruderschaft hat wahrhaft keinen Mangel an Geschäftsgelegenheiten. Eine Abrechnung ist nach meinen Informationen der beliebteste Euphemismus der Bruderschaft für eine Hinrichtung. Sie gelten zwar offiziell in jedem Winkel des Imperiums als ungesetzliche Organisation, werden aber wie die Diebesgilde eigentlich allgemein geduldet. Aha. So viel zu der Bruderschaft der Dunklen Bruderschaft. Über das Reich des Vergessenen von Morain Zenas. Es ist unschicklich, jedoch gebräuchlich, von den Bewohnern des Reiches des Vergessens als Dämonen zu sprechen. Dieser Brauch geht wahrscheinlich auf die alsianische Lehre des Propheten der ersten Ära Marku zurück, welcher eher belustigend Verkehr mit Dämonen verbot. Und dann versäumte zu erklären, was Dämonen sind. Wieso werden die damit sich mit D-H-A-E geschrieben und die unten mit Egal. Es ist wahrscheinlich, dass Dämonen, okay, eine falsche Buchstabierung oder etymologische Übersetzung von Daedra, dem alten Elfenwort für diese starken, kraftvollen Wesen mit zweifelhaften Beweggründen, die aus dem Reich des Vergessens kommen, ist. Daedra ist die Mehrzahl von Daedros, die Einzahl. Und Daedros die Einzahl. In den späteren Abhandlungen von König Harley, dem Frommen und der von Himmelsrand, beinahe 1000 Jahre nach der Veröffentlichung der ursprünglichen Lehren, vergleicht er die üblen Machenschaften seiner politischen Gegner mit der Bosheit der Dämonen aus dem Reich des Vergessens. Ihre Verderbtheit gleich der von Sanguine selbst. Sie sind grausam wie Bötei, berechnend wie Molag Bal und verrückt wie Sheogorath. Ferner stellte Hale, der Fromme, erstmals in schriftlicher Form langatmig vier der Daedra-Fürsten vor. Doch die Niederschrift ist letzten Endes nicht der richtige Weg, um das Reich des Vergessens und seine Bewohner, die Daedra, zu untersuchen. Diejenigen, die Verkehr mit Dämonen haben, möchten vermeiden, dass dies bekannt wird. Nichtsdestotrotz findet sich im Schrifttum der ersten Ära Tagebücher, Journale, Nachrichten von Hexenverbrennungen und früher für Daedra-Jäger. Diese habe ich als hauptsächliches Quellmaterial genutzt. Die sind mindestens so vertrauenswürdig wie die Daedra-Fürsten, die ich tatsächlich beschworen habe und mit denen ich ausführlich sprach. Offenbar ist das Reich des Vergessens ein Ort, der sich aus mehreren Reichen zusammensetzt. Daher die vielen Namen, mit denen das Reich des Vergessens gleichbedeutend ist. Frosthafen, Sumpf,
Mondschatten und so weiter. Es mag eine richtige Vermutung sein, dass jedes Reich des Vergessens von einem Prinzen regiert wird. Die Daedra-Prinzen, deren Namen immer wieder in den alten Schriften auftauchen, auch wenn dies sicher kein unfehlbarer Beweis für die Echtheit oder Existenz darstellt, sind wie vorgenannt Sanguine, Boetai, Molagbal und Sherograth. Hinzu kommen Asura, Mephala, Calvicus, Vile, Vairenima, Malakath, Hermios oder Hermeos oder Hormaios oder Herma. Es scheint keine einheitliche Schreibweise zu geben. Mora, Namira, Galak, Noctunal, Merunes, Dagon und Perüte. Meine Erfahrung ist, es gibt eine Vielzahl von Daedras. Abgesehen von ihrer ungeheuren Kraft und ihres Hanges zum Extremismus ist es fast unmöglich, sie als Ganzes zu typisieren. Sei es wie es ist, rein im Sinne der Wissenschaft habe ich hier in einigen Fällen den Versuch gemacht. Merunes, Dagon, Molagbal, Perüty, Boetai und Vairenima sind von den Daedras am ehesten dämonisch zu nennen. Was bedeutet, dass ihr Wirken von Natur aus zerstörerisch ist. Natürlich können die anderen Daedra genauso gefährlich sein wie diese fünf, doch seltenst nur zum Zweck der Zerstörung. Noch sind diese fünf vergleichbar in ihrer Zerstörungswut. Merunes Dagonis scheint Naturkatastrophen, Erdbeben und Vulkanausbrüche zu bevorzugen, um seinem Ärger Luft zu machen. Molagbal nutzt die Arbeit anderer Daedra und Boetai beeinflusst die Waffen sterblicher Krieger. Perütes Bereich scheint die Pestilenz zu sein und wäre niemals die Folter. In Vorbereitung der Fortsetzung dieser Reihe werde ich zwei Angelegenheiten untersuchen, die meine Neugier erregen, seit ich meine Laufbahn als Daedra-Forscher begann. Die erste ist ein spezieller Daedros, vielleicht ein weiterer Daedra-Prinz, der in diversen Teilen der Erstdrucke als Hirikne erwähnt wird. Hirikne wurde der Jäger der Prinzen und der Vater der Menschentiere genannt, aber ich habe noch niemanden gefunden, der ihn beschwören konnte. Das andere, weitaus zweifelhaftere meiner Ziele ist, etwas zu finden, das Sterblichen den Übergang ins Reich des Vergessens ermöglicht. Es war schon immer meine Auffassung, dass wir uns nur das fürchten müssen, was wir nicht verstehen, und in diesem Gedanken verfolge ich stets meine Ziele. Also will er jetzt versuchen, wie viele Bücher hier rumliegen, die man alle noch lesen kann. Vampire von Wadenfell. Liebes Volk, ihr werdet eure Abreibung bekommen. Ups, ich wollte den gar nicht einstecken. Ich wollte es eigentlich lesen und hier zurückgehen. Vampire von Wadenfall, Band 1, Auszüge. Die vermehrten Abneigungen der Bewohner Morrowinds gegen die Totenbeschwörung ist der Grund dafür, dass Vampire in Morrowind fast überhaupt nicht bekannt sind. Der Tempel leugnet die Existenz wesentlicher Orden zur Vampirjagd. Nichtsdestotrotz belegen mir Gespräche mit den Hütern der Tempel, dass die Dunmer von Morrowind in der Handhabe dieser Bedrohung geübt und erfahren sind. Also Dunmer waren ja die Dunkelelfen. Auf der anderen Seite geben sie freimütig zu, dass sich sogar eine große Gemeinschaft von Vampiren leicht in den weiten Ödländern oder in unterirdischen Labyrinthen der verlassenen Festungen und Zaubertürme verstecken könnten, ohne jemals aufgefunden zu werden. Die Aschenvampire der Aschenländer-Legenden sind nicht untot. Zaubersprüche und Segnungen, die sonst die Untoten vertreiben, haben keinerlei Auswirkungen auf diese Kreaturen bewiesen. Keine von ihnen ist je wissenschaftlich untersucht worden, und es gibt auch bis heute
keine Hinweise darauf, dass diese legendären Gestalten mit den bereits bekannten Stämmen der Vampire Tamriels verwandt sein könnten. Die drei bekannten Blutlinien Wadenfels gehen auf ganz unterschiedliche Art und Weise auf ihre Opfer zurück. Die Linie der Guara weist außerordentliche Stärken und Ausdauer auf und greift in einem Zustand ekstatischen Wahnsinns an. Aundä-Vampire sind mächtige Zauberkundige und hypnotisieren ihre Opfer, bevor sie sich an ihnen stärken. Während der geschickte und wendige Clan der Brene-Vampire eher aus dem Verborgenen angreift, das Opfer zunächst mit einem Biss vergiftet, sich in sichere Entfernung zurückzieht und erst zurückkehrt, wenn die Beute merklich geschwächt ist. Die Vampirpest kann nicht, wie gemeinhin angenommen, über die Wunden, die einem ein Vampir beigebracht hat, weiter verbreitet werden. Mit der Krankheit kann man sich nur anstecken, wenn ein Vampir ein überwältigtes und hilfloses Opfer ausgesaugt hat. Da nur wenige Opfer einen Angriff der Vampire überstehen, weiß man fast gar nichts darüber, wie die Krankheit tatsächlich übertragen wird. Während der Inkubationszeit, die bis zu 72 Stunden dauern kann, tauchen bei der Vampirpest keine besonderen Symptome auf. Sie kann während dieser Zeit noch durch allgemeine Zaubersprüche oder bestimmte Segnungen geheilt werden. In der Inkubationsphase haben jedoch einige Opfer über Schlafstörungen und Albträume geklagt. Nach Auftreten der Symptome ist eine Heilung allerdings nicht mehr möglich. Okay. Die Chronik von Nihulef. Also das wird eine Lesefolge. Es tut mir leid, aber es interessiert mich gerade. Wenn wir gerade schon mal hier sind, möchte ich das auch gerne alles irgendwie lesen. Wobei ich normalerweise eigentlich gar nicht so der Typ bin, der so viel liest und gar nicht in Spielen, aber irgendwie, ja, ist das bei Morrowind, sage ich mal, irgendwie gefühlt normal. Und deswegen lese ich jetzt einfach alles, was ich finden kann. Und ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. So. Die Chronik von Nihulef. Die Chronik beschreibt wichtige historische Ereignisse in der freien Dwemer-Kolonie von Nihulef. Dieser Text wurde vermutlich von einem Altmeer aufgezeichnet, da er in Altmeerisch verfasst ist. 23. Fürst Illendams Tod. Es begab sich zur Zeit der zweiten Saat 1222 PD, dass Fürst Illendam auf einer Reise in die westlichen Hochländer nach Nihulef kam und sich dort mit Protektor Anhat General Rückungtung und auch Dalen Zanku traf. Sie besprachen sich lange untereinander, aber bekannt wurde von diesem Gespräch nur, dass sie einander Freunde sein würden. Sie trennten sich und ein jeder begab sich heim in seine eigene Kolonie. Bluthanch und ihre Söhne hörten schließlich von diesem Treffen. Sie sahen in dieser gemeinsamen Zukunft eine verräterische Intrige gegen die Räte und beredeten diese Angelegenheit häufig unter sich. Als der Frühling kam, verkündeten die Räte wie gewöhnlich eine Ratsversammlung, in denen Ratsherren von Bams Amschend. Die Menschen versammelten sich dementsprechend, gefügig gemacht mit Bier und Gesang. Sie tranken tapfer und am Zechtisch wurde über vieles geredet. Unter anderem wurden Vergleiche zwischen den verschiedenen Dwemer und schließlich auch zwischen den Ratsherren selber angestellt. Naja, also unter Alkoholeinfluss und Bier und einer lockeren Atmosphäre da eine vernünftige politische Diskussion zu führen, halte ich jetzt für fragwürdig. Oder halt wenigstens, ob man sich danach noch daran erinnert, je nachdem. Jemand sagte, fürs Illendam überträfe seine Ratskollegen in jeder Beziehung bei weitem, dass er boste die Ratsherren Bluthanch, sehr. Sie sagte, sie sei Fürst Illendam auf jeden Fall ebenbürtig und sie würde diese
dies gerne unter Beweis stellen. Sofort waren beide Parteien dermaßen in Rage, dass sie sich zum Kampf herausforderten und ihre Waffen holten. Ein paar wenige betrunkene und daher verständigere Gesellen stellten sich jedoch zwischen die Streithähne und beruhigten sie. Am Ende kehrte jeder wieder in seine Kolonie zurück, aber niemand erwartete, dass sie je wieder in Frieden zusammenkommen würden. Im Herbst erhielt Fürst Ilendam jedoch eine Nachricht von der Ratsherrin Bluthanch, in der sie ihn zu einem Gespräch in Hendor Staatsdums einlud und alle Verwandten von Ilendam und seine Mitbürger warnten ihn vor diesem Besuch, denn die sie fürchteten Verrat, aber Fürst Ilendam mochte nicht auf seine Berater hören. Er nahm noch nicht einmal seine Ehrengarde mit. Leider wurde Fürst Ilendam während der Reise nach Hendor Staatdums auf einem Schinzig-Pass von einer Horde widerlicher Kreaturen überfallen und mitsamt seiner Reisegesellschaft getötet. Viele seiner Mitbürger munkelten danach, dass Bluthanch und ihre Söhne diese Bestien beschworen und auf Fürst Ilendam angesetzt hatten, aber es wurde nie etwas bewiesen. Fürst Ilendam liegt an einem Ort namens Leftunch begraben.